Vielleicht erstmal Geometrie vom Namen her. Geo kommt von Gaia, dem Namen für den Planeten. Und Metri ist das Messen, also das Maß der Erde, könnte man sagen. Und heilige Geometrie, heilig, kommt von ganz, allumfassend. Und ist also die Geometrie, die die ganze Welt umfasst oder beschreibt. Also man kann sie auch übersetzen als Sakralgeometrie oder als göttliche Geometrie. Es geht um den Grundbauplan der Natur oder des Universums. Also ab einer bestimmten Stufe kann man nicht mehr unterscheiden zwischen Tieren und Planeten oder so, weil die alle den gleichen Bauplan haben. Und dann merkt man, dass alles belebt ist oder eigentlich alles Bewusstsein ist. Das Geheimnis sozusagen zu ergründen, was dieser Urbauplan ist und wieder in Kontakt zu kommen mit dieser Urkraft, das ist der Sinn der heiligen Geometrie. Schon immer über die Jahrtausende, seit sie existiert. Letzten Endes könnte man auch sagen, den wieder zu erinnern, weil der menschliche Körper ist nach diesen Regeln gebaut und dein Bewusstsein funktioniert nach diesen Regeln. Also gibt es sozusagen auf einer tieferen Ebene, ist das irgendwo in dir drin und das Bewusstsein kann sich wieder damit verbinden. Und die Erforschung im Außen ist immer auch Bewusstseinsforschung von etwas, was in einem ist. Wenn wir können eine Reise machen und sagen wir mal in eine christliche Kirche gehen, die uns angucken, dann sehen wir vielleicht bunte Fenster, aber wenn wir innerlich ein Verständnis haben, was christlicher Glaube ist oder was, wie sich Christentum ausdrückt, sieht man die Kirche ganz anders. Und man sagt, das ist der Priester, das ist diese Geschichte und das ist das. Also etwas, was in mir ist, sehe ich dann im Außen. Und im Außen erforsche ich was und dann stelle ich fest, da gibt es dieses Maß oder diese Form oder so. Und dann kann ich auch feststellen, das gibt es auch irgendwo in mir wieder. Deswegen ist das immer miteinander verbunden. Und das ist auch eben im Sinne von heilig, allumfassend, es verbindet das Innere mit dem Äußeren. Es gibt da keine Trennung in dem Sinne. Und in der Philosophie gibt es dieses Wort von Hermes Trismegistos, wie innen, so außen, wie oben, so unten und wie außen, so innen und so weiter. Das ist alles, beschreibt eigentlich das, was die Geometrie macht oder was man mit der Geometrie erfährt. Das ist auch ein Prinzip von jeder geometrischen Zeichnung. Wenn du nehmen wir an, wir haben ein Fünfeck, kannst du einen Fünf-Stern einzeichnen und in der Mitte hast du wieder ein kleines Fünfeck. Dann kannst du wieder einen Fünf-Stern einzeichnen, findest wieder ein kleines Fünfeck. Also es ist ein Muster, was geschachtelt ist. Und letzten Endes sind alle geometrischen Muster geschachtelt. Und eben wie oben, wie innen, so außen, also wie im Großen, so im Kleinen. Das große Muster wiederholt sich im Kleinen und das Kleine wiederholt sich im Großen und so. In der Geometrie gibt es einen Ablauf, wie man zeigen kann, wie der Aufbau der Welt entstanden ist. Also ich fange mit einem Kreis an, dann gehe ich an die Oberfläche, zeichne noch einen Kreis und dann wandere ich drumherum, ergibt 6 Schritte. Dann dehnt sich das immer weiter aus und man kommt bei dem Muster von der Blume des Lebens raus. Aber der erste Schritt, wo das aus der Einheit in die Zweiheit hineingeht, da überlappen sich 2 Kreise. Also ich habe einen Kreis und 2 und die Überlappung nennt sich Fischblase, sieht aus wie eine Linse. Diese Linse beinhaltet die komplette Geometrie des Lichtes. Es gibt, das eine ist, diese christliche Schöpfungsgeschichte ist in einer tieferen Ebene aus Ägypten übernommen worden und aus ägyptischen Mysterienwissen. Letzten Endes muss jedes Weltbild irgendeine Erklärung haben, wo kommt denn die Welt eigentlich her? Es geht nicht ohne. Ne? Die Physiker sagen Urknall und die Christen sagen dies oder die Ägypter oder so. Und da baut alles auf dieser Schöpfung auf. Und in der Schöpfungsgeschichte ist der erste Schöpfungstag die Erschaffung des Lichtes. Und ich fange mit einem Kreis an, gehe an die Oberfläche. Dieser Schritt, dann nach außen zu gehen, wird erster Tag genannt und ergibt das Licht. Warum? Ich hatte gesagt, also geschwungene Formen sind immer weibliche Energie, gerade Formen männliche Energie. 2 Kreise, die sich überlappen, sind automatisch also weibliche Qualität. Aber es gibt wichtige Punkte oder Punkte, die herausstechen. Das sind die beiden Schnittpunkte und die beiden Punkte oben und unten, die Mittelpunkte von den Kreisen. Wenn ich jetzt einen Physiker frage, was Licht ist, sagt er mir, es ist eine elektromagnetische Welle. Also es gibt eine elektrische Komponente und eine magnetische, die im rechten Winkel ist. Wenn ich bei der Fischblase die beiden äußeren Punkte verbinde und die oberen und unteren Punkte verbinde, ergibt das genau dieses Achsenkreuz, wie sich das Licht bewegt. Und das ist der physikalische Ansatz. Aber ich kann auch
Lichtempfänger in der Natur anschauen und erkenne, dass die genauso gebaut sind, weil sie in Resonanz gehen mit der Natur oder mit der Geometrie des Lichtes. Und dann finden wir Blätter, die wachsen genau auf diesen beiden Achsen, auf der Längsachse und auf der Hoch-Runter-Achse. Also kommen zwei Blätter so, zwei Blätter so, zwei Blätter so. Der Ahorn zum Beispiel oder die Brennnessel oder so. Das sieht aus wie eine Antenne, nur eine lebendige Antenne. Und dann sind wir eben wieder beim menschlichen Körper. Unsere Lichtempfänger sind die Augen. Und die Form des Auges ist die Form einer Fischblase. Wir gehen in Resonanz mit dem Licht. Und das geht noch viel weiter. Wir haben, der ganze menschliche Körper ist reine Geometrie. Ich hatte vorhin gesagt, es ist alles in uns drin. Wir müssen uns nur erinnern. Bei dem Bild, du hast einen Kreis und dann gehst du mit deinem Mittelpunkt von der Mitte nach an die Oberfläche, zeichnest noch einen Kreis, gehst du ja aus der Einheit heraus in die Zweiheit, in die Dualität, wo du zwei Kreise hast, die wieder das Licht erschaffen. Man kann aber auch sagen, es ist ein Schritt in eine neue Welt. Und wenn wir jetzt reden, du stellst mir eine Frage, ich verarbeite die in meinem Kopf und dann kommt das aus mir heraus und es muss durch ein Portal in die Welt kommen. Das eine, ich kann alles Mögliche hier oben denken, aber wenn ich es ausspreche, ist es eine andere Wirksamkeit. Und es geht aus meinem Raum in den anderen Raum hinein, aber die Schnittfläche der beiden Räume ist eine Fischblase. Ja. Und geometrische Muster sind immer geschachtelt. Ich habe das vorhin mal im Fünfeck gezeigt. Und bei der Fischblase ist es genauso. Du hast diese Fischblase, aber dann eine große Fischblase wiederum, die im rechten Winkel dazu steht. Wenn du den Mund anschaust, hast du diese Fischblase, aber auch die hochkant stehende, die von der Nase zum Kinn läuft. Und dazu die nächste ist dann der Kiefer. Ja. So funktioniert Geometrie oder so funktioniert das Leben. Das ist immer auf den gleichen Grundprinzipien gebaut und auf den gleichen Strukturen und wiederholt sich dann immer. Man kann sagen oder zeigen, wie die Schöpfung der Welt aus der Geometrie entsteht. Ein Kreis, zwei Kreise, er formt das Licht, drei Kreise, er formt den Tetraeder und so. Man kann aber auch sagen, der Kreis steht für die Lichtwelle, die ausgeht. Also jede Welle vom Licht ist eigentlich kugelförmig, aber es ist auch eine Schallwelle. Es ist ja ein Impuls, der nach außen geht, der ist genauso kugelförmig. Also die Geometrie der Kreise, aus denen ich die Welt erklären kann, ist genauso die Geometrie des Schalles. Oder wenn du die Blume des Lebens anguckst, wo die ganzen Kreise sich überlagern, gibt es Achsen drin und die sind alles Schallwellen. Oder nehmen wir eine Saite, die schwingt, also Klavier oder ein Monochord, habe ich hier einen Steg und hier einen Steg und dazwischen passen lauter Schwingungsbögen. Ein Schwingungsbogen, zwei Schwingungsbögen, drei, vier, fünf, sechs. Das sind immer ganzzahlige Zahlenverhältnisse, weil ja das Ende von der Saite fest ist. Ja, wenn es zweieinhalb wäre, müsste eine Saite schwingen. Deswegen passen immer nur ganzzahlige Zahlenverhältnisse hinein. Und unsere ganze Musik basiert in den Grundstrukturen auf kleinen Zahlen und kleinen Zahlverhältnissen. 1 zu 1 ist der Gleichklang, 1 zu 2 ist die Oktave, 2 zu 3 die Quinte und so weiter. Die ganzen musikalischen Proportionen sind ganzzahlige Zahlenverhältnisse, die wir als harmonisch erleben. Aber in einer tieferen Struktur ist es reine Mathematik. Wir haben zwei Gehirnhälften und die eine Gehirnhälfte, die ist logisch und strukturiert und die andere, die denkt in Zusammenhängen. Und die ist kreativ und das ist die musikalische Seite. Und die andere, die logische, die rechnet halt gerne. Deswegen hast du viele geniale Leute, die einerseits Mathematiker waren, auf der anderen Seite aber irgendein Instrument gespielt haben. Das ist Einstein ist da so ein klassisches Beispiel. Ja? Genial und mathematisch und so weiter, und auf der anderen Seite aber Musiker und spielt Geige. Und es gibt ein Wort, ich glaube, es war Leibniz, Musik ist eine verborgene Übung der Seele, die nicht weiß, dass sie rechnet. Also das Singen hat genauso viel wie mit Mathematik zu tun, wie umgedreht. Das ist ein und dasselbe. Es geht immer um Zahlen, um Proportionen, um die Interaktion von den beiden. Und wir erleben das dann als Schwingungen oder als harmonisch und so weiter. Aber eigentlich, es ist ja, sagen wir mal, ein ähnliches Gefühl. Du kommst in einen Raum rein und wir sagen es auch in unserer Sprache. Der Raum ist harmonisch. Oder irgendwas stimmt an diesem Raum nicht. Das sind ja Schwingungsbegriffe. Ja. Du kommst in den Raum rein, fühlst dich und sagst, ja, der stimmt. Oder er stimmt eben nicht.
oder er ist unharmonisch. Dann nimmst du eine Vase und verschiebst die um 2 Zentimeter. Dann stimmt es plötzlich ja, in deiner Wahrnehmung. Das ist, als würdest du einen Steg auf ein Klavier verschieben und sagen, jetzt müssen wir noch ein kleines Stück nachstimmen. Das ist Musik. Und es ist aber auch wieder Farbe. Weil wir sagen ja, harmonieren die Farben, harmoniert das mit dem Hintergrund oder so. Und es ist auch unser inneres Empfinden. In welcher Stimmung bist du heute? Ja. Also, oder wir sagen auch, sind wir auf einer Wellenlänge? Ist auch das Gleiche. Also Musik, Farben, Geometrie, Mathematik, gehört alles zusammen. Das ist ein Gebiet. In der alten Wissenschaft gab es die 7 freien Künste. Und die 3 freien Künste, die Grundlagen, das waren die einfachen Sachen. Das ist, ich kriege die jetzt nicht zusammen, aber hat was mit Sprache zu tun und Grammatik. Das ist aber nur die Grundlage. Interessanter waren dann die größeren Sachen, Mathematik, Geometrie, Musik, Astronomie. Wir sagen umgangssprachlich trivial, das ist was Einfaches. Da steckt die Zahl 3 drin, Tri. Auch hier, die Grundproportionen im Bau sind die gleichen wie in der Musik. Weil es ist eine Wissenschaft. Das ist nur ein Zeichen unserer Zeit, dass wir alles so auseinanderdividiert haben. Früher war das ein großes Wissen. Also das ist ungefähr 200 Jahre alt, die Trennung, die hier passiert. Letzten Endes ist jede Wissenschaft Bewusstseinsforschung. Also egal, was wir erkunden immer uns selber. Wir merken das nicht immer, aber wir erkunden uns selber. Und in der Geometrie natürlich besonders, weil sie den Fokus drauf legt. Wir erforschen den Aufbau und dabei erforschen wir uns selber. Und das führt eben zu einer tieferen Selbsterkenntnis. Vieles von dem, was wir tun, wird über unser Gehirn erschaffen oder aus dem Gehirn heraus erzeugt. Und das Gehirn ist aber ein Organ, das besteht von vornherein aus 2 Teilen, also 2 Hälften. Und das sieht immer polar. Das kriegt immer 2 Antworten und dadurch erschaffen wir uns eine polare Welt. Wenn du dir also anguckst, was jetzt, sagen wir mal, in politischer Diskussion im Moment läuft, ja, die sind links und die sind rechts. Mit denen darfst du nicht reden. Das sind die Bösen. Nein, mit denen darfst du nicht reden. Oder. Das ist ein ständiges Teilen und Herrschenspiel, aber das existiert nur hier oben. Das Herz oder die Natur, die trennt so nicht. Da ist alles verbunden. Das guckt, wo ist der Platz im Leben, wo gehört das hin und so weiter. Und das ist, mit der Geometrie passiert mir das also genauso. Ich erkenne, aha, die Geometrie, das Licht finde ich im Auge, das Licht finde ich im Körper und. Dann merke ich, wie alles miteinander verbunden ist. Und das tut was mit mir. Ja, es ist das Herz, die Natur, die Liebe ist immer da. Die wird nicht getrennt sein. Ja, und das sieht man in der Geometrie immer wieder. Also an der Oberfläche ist es Mathematik, aber auf einer tieferen Ebene ist es Bewusstseinsforschung und es führt immer zu mir. Und dann muss ich eben gucken, warum resoniere ich mit dem polaren Teil oder warum resoniere ich mit dem polaren Teil? Was ist in mir noch nicht gelöst? Was ist alles, was ich im Außen erkenne, sozusagen, hat ja etwas mit mir zu tun. Und dann kommt man immer wieder zur Selbstheilung auf sich selber. Und deswegen, wenn ich also ein Gebäude baue, was das Einheitliche, die Harmonie, das alles Umfassende drin hat, ist das viel, viel unterstützender als etwas, was nur den Pol bedient oder den Pol bedient. Oder ich kann ein Haus bauen, wo der Pol bedient wird, muss ich aber irgendwo auch den Gegenpol machen, damit es wieder ausgeglichen wird in sich. Etwas, was vielleicht auch interessant ist, in der Geometrie spricht man manchmal von der Matrix, also von dem Muster, was hinter allem liegt. Aber Matrix, Materie und Mutter kommen aus der gleichen Wortwurzel. Die liegen alle auf der gleichen Basis und die Matrix, das Näherende, die Mutter, das Näherende und die Materie, das sind alles die gleichen Qualitäten. Dieser Überfluss, den die Natur uns vorgibt und so weiter. Es kommt alles aus dem gleichen Muster heraus. Und wenn ich das verstehe, wie das Muster ist und wieder fühle in mir, dann kann ich das auch wieder in mir geschehen lassen oder öffnen, nach außen tragen und akzeptieren. Und eben indem ich mich anschließe an den Fluss des Lebens, versorgt mich das Universum auch. Dann kann ich, also ein Mensch, der angeschlossen ist, der ist halt glücklich, der strahlt das immer aus in alle Richtungen. Der muss nicht irgendwie sich aufputschen oder so, sondern es kommt aus ihm heraus, weil er in Resonanz ist mit dem Feld. Und
Mein Weg ist halt über die Geometrie. Ich habe es über die Geometrie gelernt und ich führe andere Menschen über die Geometrie hin zu diesem Erfahren oder zu deren Erleben. Und es geht einfach. Die Natur ist ein guter Lehrmeister und ist ganz einfach. Ist alles in uns drin.